Für meine Champignons, wie auf dem Jahrmarkt, der Kirmes oder dem Weihnachtsmarkt, habe ich Champignonköpfe ohne Stiele verwendet. Die Stiele habe ich entfernt, aber nicht weggeschmissen. Aus den Stielen habe ich dann eine wunderbare Champignon-Cremesuppe nach Försterart gemacht. Was da noch so alles drin ist und wie ich diese Suppe gemacht habe, das verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Suppe, im Übrigen Eigenkreation, besteht aus folgenden Zutaten: 150 Gramm Champignonstiele, 150 Gramm Fleischwurst, eine mittelgroße Zwiebel, 1 Esslöffel Petersilie, gehackt, 1 Esslöffel Schnittlauchröllchen, 1 Teelöffel Rosmarin, 1 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Knoblauchmus, ein gehäufter Esslöffel Mehl, 200 ml Sahne, 500 ml Gemüsebrühe und 1 Esslöffel Butterschmalz. Die Gemüsebrühe habe ich natürlich aus meiner eigenen Gemüsebrühepaste gemacht. Und hier oben könnt ihr das Video zu meiner Gemüsebrühepaste sehen. Als erstes wird die Fleischwurst in kleine Würfel geschnitten. Wer die vegetarische Variante bevorzugt, der lässt einfach die Fleischwurst weg. Hol denen die eigene Petersilie im Garten, in der Küche oder auf dem Balkon haben. So muss man nicht immer ein ganzes Bund kaufen und kann es besser dosieren. Jetzt also die Petersilie fein hacken und dann sind auch schon die Champignonstiele dran. Da ich ein Freund davon bin, bei Gemüsesuppen auch das Gemüse zu sehen, was ich verwende, hacke ich die Champignons nicht ganz so fein. Lediglich ein kleiner Teil wird etwas feiner gehackt, der wird später angebraten und kommt dann als Topping oben auf die Suppe drauf. Nach dem Schneiden der Champignonstiele ist die Zwiebel dran. Die Zwiebel wird in feine Würfelchen geschnitten. Jetzt einen Topf auf den Herd und das Butterschmalz schmelzen. In dem heißen Butterschmalz die Zwiebeln glasig dünsten und dann mit Mehl bestäuben. Jetzt die Champignons dazu und kurz mit anrösten. Und dann wird auch schon mit der Gemüsebrühe und der Sahne aufgefüllt. Immer alles gut verrühren, damit sich keine Mehlklümpchen bilden. Jetzt einmal richtig alles aufkochen und dann kommt der Deckel drauf. Da ich aus besagtem Grund die Champignons nicht püriere, müssen sie jetzt durch leises Köcheln gar werden und geben auch so ihren Geschmack ab. Wenn die Suppe ca. 10 Minuten geköchelt hat, kommt die Fleischwurst hinzu. Aus den Gewürzen wird jetzt eine Gewürzmischung erstellt, die ebenfalls mit zur Suppe kommt. Alles gut verrühren, nochmal aufkochen lassen und dann ist die Suppe soweit fertig. Die anfangs beiseite und kleingeschnittenen Champignonstiele werden jetzt in etwas Butterschmalz angebraten. Abschließend wird die Suppe nochmal abgeschmeckt und ha, was hatte ich vergessen? Mein Knoblauchmus. Und das geht ja gar nicht, das gehört natürlich mit an die Suppe. Wenn dann die Suppe heiß ist und die feiner geschnittenen Champignons in der Pfanne angeröstet sind, dann kann angerichtet werden. Die Suppe in eine Terrine, die Champignons als Topping obendrauf, Petersilie noch ein wenig als Zierde und dann sieht das Ganze so aus. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.